Zusammenbau der Gerippe. Ein Heck wird montiert. Ein fertiges Mittelstück wird zum Zentrieren gebracht. Eine fertige Versuchsrakete in der Montagehalle. Diese Geräte sind zunächst für keinen militärischen Zweck bestimmt, sondern dienen der genauen Untersuchung der Kreiselsteuerung. Sie steigen in der eingestellten Schussrichtung auf und werden vom Gipfel ihrer Flugbahn aus etwa 8000 Meter Höhe durch besondere Fallschirme abgefangen und heil zur Erde gebracht. Messgeräte an Bord registrieren die Arbeitsweise der Steuerung. Vor ihrem Einbau wird die Steuerung mit besonderer Sorgfalt geprüft. Durch Pendelversuche wird ihre richtige Arbeitsweise ermittelt. Man sieht die mit Messzeigern versehenen Achsen der Strahlruder, die die Rakete steuern. Danach wird die Steuerung in die Spitze der Rakete eingebaut. Die von den Kreiseln stabilisierte raumfeste Plattform, an der die Abweichungen der Rakete von ihrer Solllage festgestellt werden. Die hier abgegriffenen Winkelabweichungen setzen die Strahlruder in Bewegung. Eine Steuerung anderer Bauweise.
Der Funkempfänger wird montiert. Er empfängt die vom Boden aus gegebenen Kommandos für Abstellen des Antriebs und Auslösen der Fallschirme. Vom Flugzeug abgeworfenen Bomben wurde die Fallschirmlandung vorerprobt. Ein kleiner Bremsfallschirm bremst zunächst die hohe Geschwindigkeit ab. Ein großer Tragfallschirm trägt das Gerät sodann langsam zum Boden. Erprobung der Zerreißfestigkeit eines Bremsfallschirms. Aber auch die übrigen Apparate werden vor ihrem Einbau eingehend untersucht. Prüfung der Funkempfänger im Laboratorium. Ein Kathodenstrahloszillograph zum Aufzeichnen der Steuerungsvorgänge während des Fluges wird überprüft. Die günstigste Formgebung der Rakete wurde in eingehenden Windkanalversuchen ermittelt. Da die Rakete anfangs langsam, zuletzt aber mit der doppelten Geschwindigkeit eines Infanteriegeschosses fliegt, mussten Messungen bei den verschiedensten Windgeschwindigkeiten erfolgen. Der Werft des Zeppelin-Luftschiffbaus in Friedrichshafen wird ein neues Modell untersucht. Die Antriebsschraube des Windkanals läuft an. Das drehbar aufgehängte Modell wird zunächst ausgelenkt. Bei dem Loslassen des Halters schwingt es in seine stabile Lage im Windstrom ein. So werden die für den Steuerungsvorgang wichtigen Stabilitäts- und Dämpfungseigenschaften des Modellkörpers ermittelt. Strahl die Strömung um den Körper beeinflusst, wird er durch einen mit hoher Geschwindigkeit austretenden Pressluftstrahl nachgebildet.